Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Gold King Lock Challenge. Im letzten Part, ja, haben wir die legendären Katzenhunde befreit. Weil keiner weiß, ob das Katzen oder Hunde sind. Na, eigentlich sind es Katzen, aber wir haben sie als Hunde kennengelernt, als wir dieses Spiel hier gespielt haben. Von daher sind es Hunde. Ja. Yeah. Oh, ich habe im letzten Part etwas vergessen, nachdem ich die Kimono Girls besiegt habe. So, möchtest du mir auch was schenken, oder? Das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, damit ich es in diesem Part holen kann. Found only 3 Surfer. Geil. Das ist Surfer, damit kann Pokémon schwimmen. Ja, yeah, ich könnte das natürlich Nioko beibringen. Wenn ich dann Lust hätte. Ich könnte es aber auch meiner Queen beibringen. Aber meine Queen hätte dann 3 Wasserattacken. Deswegen bekommt das Nioko, so wie damals schon in einem meiner Let's Plays. Ja, ein bisschen verteilen hier, ne? Der Zerschneider und Zertrümmerer. Zerschneider und Surfer meine ich. Und ja, was soll's, ne? Ich meine, was soll man sonst anderes machen, ne? Gön. Jetzt geht's weiter. In der Arena. Da war Ali eigentlich auch zuletzt stehen geblieben. Ali ist kurz davor vom Level Up. Der einfache Trick ist, immer noch so weit gehen, dass man vor den Augen der Trainer erscheint. So, was ich sagen wollte ist, was soll ich überhaupt sagen? Eigentlich gar nichts weiter. Na gut. Genau, ich will mit der Intensität ausprobieren. Interessentität. Knacks. Effektiv. It's very effective. Yeah. Fast zum Level Up. Dann entwickelt es sich jetzt endlich mal. Oder nicht. Dann Crawl. Keine Wirkung. Yeah, nochmal das Intensität 7. Oder eventuell wieder ausreichen. Möglicherweise vielleicht. Ching! Level up! Yeah. 26er endet. Oh. Was? Gleich 2 Highlights am Part. Yeah. Kleinstein zu Georok. Glückwunsch, Mann, dein Dahlia wurde zu Georok. Rock mit R. Mit K. Perfekt. Was denn hat es denn jetzt? Ah, 33. Cool. Dann darf er jetzt Water Queen trainieren. Zack. Damit hätte er auch Zip jetzt eine Attacke eigentlich. Um hier anzutreten, ich meine Surfer. Bam. 90er oder 95er Stärke. Killer. Warum ich Salia, Water Queen kein Surfer beibrachte? Naja. Wir brauchen ja auch noch Kaskade und Whirlpool. Das wäre dann perfekt, wenn Water Queen die bekommt wegen. Ja, was soll ich sagen, ne? Physischer Tang und so. Horrorblick. Oh oh. Scheiße. Horrorblick kann mir natürlich das Genick brechen. Da seid ihr dann vielleicht doch mit, gegen den Arenaleiter. Okay, das war der einzige Pokémon. Aber wenn Horrorblick kommt, dann seid ihr vielleicht wirklich mit Georok, also mit Salia weiterkämpfen gegen den Arenaleiter. Mal schauen. Weil könnte sonst gefährlich werden, ja. Muss man ehrlich sagen. Zack. Wir sind schneller. Geil.
Wir haben auch jetzt 10 Inseln mehr als vorher. Oder 7, keine Ahnung. Also könnten wir auch. Oh. Ein bisschen schneller sein. Als vorher. Okay. Apollo schafft es uns zu outspeeden. Muss ich gleich mal auf die Insel gucken von Water Queen. Auf jeden Fall ist sie jetzt erstmal halbiert. Fluch. Verflucht. Ching. Level up. Oh, jetzt habe ich es verpasst. Nebulag ein und da tausche ich kurz aus. Oh, was mache ich denn da? Geil. Kommen wir mal, welchen Damage Surfer macht. Surfer. Zum Fuß. Wie es so schön im Pokémon Stadium gesagt wurde. Zufallswerk, komm schon. Wie einfach der Zaun verändert, weil Surfer angesetzt wird. RIP. Medium wurde besiegt. Ich habe verloren. Abgestürzt, Mann. Nein, Mann, das war doch längst mit Absicht. Oh, yeah, 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 yeah. Dip, 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 dip. Wir schon die ganze Zeit mit diesem Professor da oben sprechen. Jetzt mal, wenn ich in diesem Pokémon Center bin. Warum tust du es nicht einfach? Ah, keine Ahnung. Wahrscheinlich bringt er mir eh nichts. Aber ich könnte mal gucken, was meine Mutter mir gekauft hat. Gold schaltet PC ein. Vielleicht hat sie mir einen Entwicklungsstein gegeben für Evoli. Item aufnehmen. Schutz. Seele des Horns. Das Erscheinen eines Gardos-Schwarms. Das riecht. Nach Verschwörung! Sowohl der Tanz der Kimono-Girls als auch die Art, wie sich ihre Pokémon einsetzen, ist wunderbar. Okay. Sind einfach nur besoffen. Tlim. Was ist hier überhaupt? Ah, suchst du mit deinem Pokémon nach Abenteuern? Was wäre ein Abenteuer ohne eine Schatzsuche? Habe ich recht oder habe ich recht? Jupp. Gut, dann trägst du den wahren Abenteuergeist in dir. Das mag ich. Nimm dies hier. Yeah, Detektor. Detektor. Geil. Anschau liegen Items herum, die man leicht übersieht. Das ist in den Detektor ein, um Items aufzuspüren, die sich in der Nähe befinden. Ja, das hat man aber selber herausfinden. Ich hatte auch das in Tom der Ruine von Teak City Items zu finden wären. Ja, haben wir schon gefunden. Das wunderbare Äther. Dum, 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 boom, boom. Komm, Salia. Du wirst zwar dann overpowered, aber du musst trotzdem ran dann in den Speck. Gegen den Arena leider. Deswegen scroll ist auch immer nur so weit hoch. Oh, okay. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass der legendäre Pokémon nur wahrlich starke Trainer erscheinen werden. Ich glaube an dieser Legende, daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich meine Zukunft sehen. Wenn ich das legendäre Pokémon treffe, du könntest mir dabei helfen. Damit Suicune, so wie dein verrückter Freund, der hier allerdings nicht auftaucht, weil wir nicht in Kristall sind. Jens. Alter Jens. Nebulak. Jens. Jens. Nicht Jenus. Jens. So. So, dann zeigen wir mal, was wir drauf haben. Weizer. Fluche dich ruhig selbst. Ich hau dich jetzt ab mit deinem Weizer. Und mache dich fertig. Für immer ewig. Du hast ja schon mal Masse Damage gemacht. Das heißt, oh, Gengar. Gengar könnte eventuell möglicherweise vielleicht überleben. Grinse nicht so. Erst verfluchen und dann dafür sorgen, dass ich nicht fliegen kann. Aber das. Scheiße.
Das heißt, ich tausche kurz aus zu Mr. Egg. Nein! Scheiße, ich könnte Salia. Könnte besiegt werden. Oh yeah. Intensität reicht aus. Tsching! Level up. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Scheiße. Ja, gut. Noch ein Gengar. Nee, ein Apollo. Apollo, Apollo. Scheiße, Mann. Oh oh, wenn er Intensität überlebt, dann bin ich tot. Ching, 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 ding. Ah, das sollte er nicht überleben. Ich meine, Gengar hat's auch umgehauen. Ja, Glück gehabt. Zum Glück habe ich eine Stärke gegen die Stahl-Pokémon. Der nächste ist. Ah, der nächste ist. Ja, yeah, das Level 50. DM30. Spuckball. Oh. Gut. Spuckball ist gut. Grimm. Das kann ich verwenden für Evoli. Zack. Ja, ich könnte das auch, Nuke beibringen. Aber es wäre voll lame. Deswegen weiß ich nicht. Power war etwas gegen die nächste Arena, um ehrlich zu sein. Weil die nächste Arena ist stark. Aber ich habe ja noch die Möglichkeit, ein neues Pokémon zu fangen. Und das kann ich halt auch offscreen trainieren. Warten wir das erstmal ab. Ansonsten habe ich immer noch Donnerschlag. Guten Schlag weg. Ja. Yeah. Aber ich habe eigentlich nichts, was mich effektiv. Ja, eigentlich muss ich nur verhindern, dass. Genau. Eigentlich muss ich ja nur verhindern, dass Zali eingesetzt werden muss. Und dann ist ja die nächste Arena auch kein Problem. Allerdings. Puh. Genau. Das ist jetzt nicht gerade das Einfachste. Messen wäre, wenn ich Raikou finde und das mit einem Superball direkt einfangen. Einkollekte. Ja. Yeah. Die Frage ist, dürfte ich es überhaupt verwenden? Dankeschön. Tränk. Tschüss, Mann. Super Tränk habe ich kaum noch welche. Ich komme noch ein paar Super Tränke. Einfach nur aus Lust. Oh Gott. Ich hatte zwei, ne? Müsste ich eigentlich 8 kaufen. Aber ich kaufe mal. Ja, 5. 5 reicht aus. Erstmal. Ja. Tschüss mal. Bow, 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 do, 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 do. Hab ich noch geschwächter Pokémon oder war ich jetzt heilen? Ich war heilen. Zit ist Level 23. Da wird Zeit, dass Zit trainiert, weil, ja, Zit wird ja wieder unser Ausweg sein. Falls wir nicht so effektiv agieren können, wie ich mir denke. Ich muss mal gucken, ob wir 2 Runden sind. Ja, es sind 2 Runden, alles klar. Zuerst die hier oben.
mit. Komm schon. Weihnachten nicht viel, genau. Ja. Und zwar. Ja, ich weiß, du hältst ein bisschen was aus. Ja. Es hat zwar ein neutrales Wesen, aber ich kann trotzdem einen Namen geben. Neutrales Wesen. Wip, neutrales Geschlecht. Man kann ja aussaugen. Mann, das ist voll geil. Ja, yeah, und damit ist das nächste Pokémon. Ich habe mir schon einen Namen ausgedacht. Und dann kann ich eine neue Liste anfangen. Das nächste wird dann wieder ein King. Oder so. Ja, yeah, Spitznamen. Ich habe mir gerade einen schon ausgedacht. Wenn ich es gefangen habe. Steel Eye. Stahlauge. Und. Ja. Das war die kürzeste Begleitung von Hapsi. Ich werde nicht Hapsi direkt wieder austauschen. Hapsi! Oder Hapsi nicht. Und. Dank Magnetilo. Ding, 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 ding. Halt auch die Möglichkeit, endlich mal Elektro-Pokémon Elektrizität auch zu speien. Hätte ich zwar so gehabt durch, naja. Aber ich bin mit Maske wieder so. Stahlauge. Das ist eigentlich ganz nett, ja. Ja. Oh, Spezialangriff ist auch relativ hoch, also. Cool. Donnerschlag, Ultraschall. Decke, Superschall. Cool. Cool, cool, cool. So. Ich weiß, das geht gegen dem Prinzip, was ich vorgeschlagen hatte, aber ist egal. Ich darf machen, was ich möchte. Und wenn ich ein Elektro-Pokémon benötige für die nächste Arena, dann und ich das Glück habe, dass ich eins fange, darf ich es auch verwenden. Ich war im Ausland, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Kennst auch ein Stahl-Pokémon. Namens Magnetilo, was war nur Typ Elektro war. Und jetzt sein Felino auf den Arsch tritt, oder auch nicht, weil es, ein Typ Wasserboden ist. Ja. Yeah. Das heißt, ich. Ja, Status. Ja, gut. Tausch. Ching. Ching. Slam. Boom. Aber Surfer darf eigentlich mehr Damage machen wegen Boden. Oder macht das keine Effektivität? Doch, neutral. Cool. Hab ich schon cool gesagt? Cool. Drill und Falltreffer. 10 Damage. Und verreicht 15 Level. Deine Fähigkeiten und Spitzenklasse. Dankeschön. Dann gehen wir durch. Ja, eine Trainerin. Das heißt, kurz ein Trank. Auf Yoko, yeah. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao.